Hi, wir sind Helen und Sarah von Wir lieben Steuern. Heute gibt es die Fortsetzung von unserem Businessplan-Video von vor ein paar Wochen. Und zwar gucken wir uns heute an, wie es mit diesem Businessplan dann eigentlich weitergeht. Wenn der Businessplan steht, steht der Gründung eigentlich nichts mehr im Wege. Außer, dass man häufig halt noch Startkapital benötigt. Und um das zu bekommen, muss man mit dem Businessplan noch zur Bank marschieren. Aber zu welcher? Unser Tipp, sprecht mit eurer Hausbank. Falls ihr bislang nur ein Konto bei einer Internetbank habt, sprecht mit den Bankfilialen bei euch vor Ort, denn in einem persönlichen Gespräch ist vieles einfach viel, viel einfacher und ihr könnt viel besser erklären, was ihr vorhabt, als über eine anonyme Website. Viele Banken haben mittlerweile sogar eigene Start-up-Zentren und hier ist das Angebot auch wirklich groß. Zum Teil bekommt ihr hier sogar Unterstützung bei der Erstellung eures Businessplans. Außerdem bekommt ihr Hilfe, wenn es darum geht, Fördermittel zu beantragen und mittlerweile werden sogar Netzwerkevents und Coachings angeboten. Und natürlich wird hier auch die klassische Kreditvergabe bis hin zu Kapitalbeteiligungen geklärt. Falls ihr in eurer Bank noch keinen Ansprechpartner habt, dann kontaktiert also am besten diese Gründerzentren der Banken. Wie immer im Leben lohnt es sich auch bei Bankangelegenheiten nicht immer alles auf ein Pferd zu setzen, sondern mehrere Banken zu kontaktieren und die Angebote miteinander zu vergleichen und dann zu entscheiden, welches das Beste ist. Wenn der Termin für das Bankgespräch steht, stellt sich natürlich noch die nächste große Frage. Wie bereite ich mich darauf vor? Sowas ist ja ähnlich aufregend wie ein Vorstellungsgespräch. Am besten fragt ihr schon bei der Terminvereinbarung, was ihr alles mitbringen sollt. Im Normalfall sind das der Businessplan, eine Auskunft über eure persönlichen finanziellen Verhältnisse und diverse Dokumente wie Personalausweis und Gründungsdokumente. Viel wichtiger als das ist aber, dass ihr euch auf das Gespräch selber vorbereitet. Dafür erstellt ihr am besten einen Pitch, also eine Kurzpräsentation eures Businessplans. Der sollte so 10 bis 15 Minuten dauern und ungefähr 10 bis 20 Seiten umfassen. Ihr startet am besten mit einer kurzen Präsentation über euch selbst und eure Fähigkeiten. Geht dann auf die Unternehmensidee und euer Alleinstellungsmerkmal ein und als letztes geht ihr dann noch das Zahlenwerk durch. Am Ende sollte es eine Zusammenfassung geben, aus der klar wird, wann ihr wie viel Kapital braucht. Auch gut zu wissen, Banken finanzieren fast nichts zu 100%. Überlegt euch also auch schon, wie viel ihr selbst als Startkapital mit einbringen könnt. Falls ihr Sicherheiten wie zum Beispiel Immobilien oder Wertpapierdepots stellen könnt, macht auch hierzu eine Übersicht mit den jeweiligen Werten. Die ganze Präsi muss auf jeden Fall übersichtlich und unbedingt fehlerfrei sein. Ihr solltet auch darauf vorbereitet sein, dass euer Businessplan auseinandergenommen wird. Das wird ganz besonders eure Quellen und eure Annahmen betreffen. Vor allem die, an denen ihr eure Ertragsaussichten festmacht. Außerdem wird auf jeden Fall die durchgehende Finanzierung des Projekts geprüft, um sicherzustellen, dass ihr überhaupt ausreichend Cash habt. Im Prinzip wird die Bank also das komplette Zahlenwerk, auf dem euer Businessplan beruht, auf Plausibilität prüfen. Falls es hier also Stellen gibt, die, sagen wir mal, eher dünn sind, solltet ihr euch hier schon mal ein paar gute Argumente zurechtlegen. In dem Gespräch muss aber nicht nur euer Plan überzeugen, auch ihr persönlich müsst richtig abliefern. Bei Gründungen wird nämlich nicht nur die Idee, sondern eben auch der Mensch hinter der Idee finanziert. Kämmt euch also eure besten Haare nach vorn, zieht euch ordentlich an, seid pünktlich, versprüht Begeisterung und übt eure Performance im Vorfeld zu Hause vor dem Spiegel. Und haut den Bankberatern eure Branchenkenntnis und die Zukunftsfähigkeit eurer Idee um die Ohren. Außerdem immer wichtig, kennt die Fachbegriffe, die Bankberater gerne benutzen. Bonität, Liquiditätsfluss, Deckungsbeitrag, Betriebsmittel und so weiter. Die Bank ist aber nicht die einzige Stelle, die euch mit Geld und Unterstützung unter die Arme greifen kann. Ein weiterer Ansprechpartner ist hier das Gründerzentrum eurer Stadt. Diese Gründerzentren werden häufig zusammen mit der Wirtschaftsförderung und anderen Partnern wie zum Beispiel Banken betrieben. Und diese bieten oft wirklich umfangreiche ideelle Förderungen in Form von Beratungen und Coachings und so Kram an. Oft bekommt man auch hier Unterstützung bei der Erstellung des Businessplans und Hilfe dabei, seine ersten unternehmerischen Kompetenzen zu entwickeln. Und das Beste ist, diese Angebote sind meistens kostenlos oder zumindest ziemlich preiswert. Es gibt aber auch noch zahlreiche weitere Förderprogramme und das ist auch richtig gut, aber leider auch ein bisschen unübersichtlich, vor allem weil immer mal wieder Förderprogramme neu aufgelegt und andere dafür eingestampft werden.
Einen guten Überblick über diese Förderprogramme bietet die Seite www.existenzgründer.de des Wirtschaftsministeriums. Einen Link dazu packen wir euch in die Videobeschreibung. Und ein paar dieser Programme gucken wir uns in einem der nächsten Videos mal genauer an. Wir sind Sarah, Steuerassistentin, und Helen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Jetzt haben wir erstmal nicht mehr Infos zum Businessplan. Wenn ihr aber noch Fragen dazu habt, dann packt sie natürlich gerne unten in die Kommentare. Und sonst kennt ihr das schon. Ihr findet alles in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüssi. Heute gibt es die Fortsätze zu unserem Businessplan-Video von vor ein paar Wochen. Und zwar gucken wir uns heute an, wie es mit dem Businessplan dann weitergeht. Du hast Fortsätze gesagt. Okay, gut. Fortsätze. Daran musste ich auch denken.